Ja, bin schon drin. Okay. Jo. Oh, geht auch in 45 Sekunden. Ja, perfekt. Blauer Zucker 13 ist auch hier. Ah. Die Hauptbibliothek der Universität in Indiana sinkt durch das Gewicht der Bücher jedes Jahr um einige Zentimeter. Oh. What the fuck? Ich einfach mal 30 dazu. Worauf haben die gebaut? Auf Sand oder was? Voice stellt sich einfach dazu, genau. So. Ja, ich gehöre auch wohl zum Minecraft-WG. Was macht das? Das heißt ja nicht, dass jeder, der mich kennt, auch dich kennt. Ja. Ach ja, Katzen haben 30 Muskeln im Ohr. Was? Es geht ja los. What the fuck? 30? Über 30 haben die im Ohr. 6! Wo sollen die denn hin, die Muskeln? 5! 4! Weiß ich nicht, aber die können ja alles mit den Ohren ausdrücken, alle möglichen Informationen. Ja. Emotionen. Ich bin bei dir, Mifi. Ich bin beim blauen Zocker. Was? Moskitos besitzen Zähne. Das geil. Geil. TNT Run. Oh yeah. Die stechen immer nur. Wieso beißen die denn aber immer? Die haben. Nein, die beißen nicht, aber die haben Zähne. Okay. Krass. Zu wissen. Sind wir nur 4 Leute? Hey, 8. 8. Da hinten sind die anderen. Das wusste ich schon. Con ist unter Windows ein reservierter Gerätename. Daher kann man keine Ordner mit diesem Namen anlegen. Ja. Ich weiß jetzt, dass ganz viele Leute Con eintippen und gucken, ob sie einen Ordner mit Con benennen können. C-O-N. Dürft es gern ausprobieren. Yes. Warum? Passiert nichts, geht halt nicht. Das ist ein reservierter Gerätename, du darfst halt nicht. Weil Windows gesagt hat, Windows says no. Windows says no. Ja. Yay, Windows. Windows. Was? Die Flucht aus dem Gefängnis ist in Deutschland straffrei? Ja, ja, Ausbruchversuch darfst du. Also, wie geil ist das denn? Das ist, weil keiner der Freiheit beraubt werden darf. Das ist halt keine Strafe auszubrechen. Das ist ja typisch deutsch, ey. Sie sind ausgebrochen. Ja, und was erwartet mich jetzt? Nichts. Du darfst nur als... Okay. Ja, das ist aber ziemlich schwierig, weil du hast keinen Verletzten, du darfst nicht... Es gibt andere Straftaten, die du dann begehen kannst dabei, während du ausbrichst. Ja, aber einfach so abhauen ist egal. Einfach... Oh, shit. Einfach abhauen ist egal, ja. Hammer. Yay. Einfach abhauen geht, das ist kein Problem. Ein Pferd kann kurzzeitig bis zu 15 Pferdestärken an Leistung abrufen. So viel? Nein! Ja, das heißt, ein Pferd mal 15. Ein Pferd kann sich mit 15 Mal nehmen. Geil. Sumi ist Dritter. Ja. Mief, du machst das gut! Nein! Nein, Mief, bist du schlecht. Aber du bist Zweiter. Warum? Ich wollte doch Zweiter werden. Ja, das klar. Hätte ich nicht werden können, weil der andere ja noch weitergesprungen ist. Der hat halt noch voll viel Fläche und bevor ich da jetzt irgendwie weiter kann. Ja, eine 3. Eine 1. Oh, ich bin auf dem blauen Feld. Oh, du bist ein Feld hinter mir. Oh, nee, vor mir. Alex. Ja, was? Ja? 13. Ich bin auch vor dir. Auf dem gleichen Feld. Ketchup sollte 1981 in den USA aus steuerrechtlichen Gründen als Gemüse deklariert werden. Schneekrieg. Ach, das soll zu Gemüse werden. Nein, danke. Ja, dann lade ich mein Gewehr mal durch und... Ja, macht ja Sinn, ne? Sind ja Tomaten drin. Ich meine, Tomaten sind zwar auch kein Gemüse, aber macht nichts. Ich bin tot. Oh, ich will da mitmachen. Es gibt einen Daniel-Düsentrieb-Wettbewerb. Geil. Mach ich mit. Ich erfinde eine runde Seifenmaschine, die aus runder Seife eckige Seife macht. Du meinst so Sternseife? Genau. Hä, wie geht das denn? Jedes Jahr ersticken bis zu 100 Menschen an verschluckten Kugelschreibern. Was? Wer ist die denn? Wahrscheinlich, wenn sie daran kauen und dann fallen sie rückwärts um, Final Destination. Ja. Oder was? Wie geht das denn? Das ist witzig. Was? Nicht für die, die da tot umfallen. Die Mutter des Dichters Johann Wolfgang von Goethe hieß mit Frauennamen Textor. Was? Textor? Textor Goethe! Macht ja, wer kennt sie nicht? Das bin ich. Sorry, Mief. Ah, schön. Alex, das war ich, danke.
Was? Nee, es war Mief. Ich hab Mief erschossen. Ja, ja, und dann mich. Nee, hat nur einmal gepinkt. Oh, wie witzig. Eine Pizza mit Radius Z und dicke A hat das Volumen Pi ZZA Pizza. Es tut mir leid. Das war schon sehr witzig. Sorry. Wer hat gewonnen? Oh, immerhin zweiter. Boah, ich hatte 7 Kills. Knapp am dritten Platz vorbei, ey. Ja, der blaue Zocker hatte also genug. Die Mona Lisa hat keine Augen. Ich hatte 8 Kills. Ich schon wieder nicht würfeln kann, ja. Eine 2, weißt du, obwohl ich 2 extra Würfe hatte. Super, hab ich eine 0 gewürfelt oder was? Rasa, du bist ein Fail vor mir. Ah, jetzt nicht mehr. What? Mir fällt 17, wo seid ihr? Jetzt bin ich vor Sunny. Ich hab's noch im Lauf weg gewesen. Sunny ist ein Fail von mir. Wo seid ihr? Block, ja, cool, Block, cool, Block. Wer ist der größte Reifenhersteller der Welt? Bridgestone. Nein, Lego ist mit über 300 Millionen Reifen pro Jahr der größte Reifenhersteller. Oh, nee, echt? Das stimmt, ja. Aber damit kann man nicht sehr fahren. Geil. Das ist so geil. Aber sehr geil. Ja, Lego-Facts sind immer gut. Es gibt auch mehr Lego-Männchen, glaube ich, als Leute auf der Welt. Ja, das ist total witzig. Toll. Rot! Rot wie das Blut, was bei... Was? Ein Liter Mäusemilch kostet 20.000 Euro. Naja, versuch mal Ente abzumelken. Versuch das ist mal schon... eine Maus zu melken, ja. Bei einem Liter, wenn man die größer macht, Killer-Ratten auf Doom! Oh, ihr müsst alle Sellerie essen. Wenn man ein Stück Sellerie isst, verbraucht man mehr Kalorien, als man zu sich nimmt. Echt? Ja. Also, den ganzen Tag jetzt nur Sellerie fressen, ey. Schwupp ist man dünn. Ja. Ihr werdet das nicht glauben, aber in nur 4 Tagen habe ich 27 Kilo abgenommen. Ich habe nur 2 Tonnen Sellerie gegessen. Ach, rather. Vor allem 2 Tonnen. Sellerie-Diät. Oh, das wäre doch was. Der US-Bürger gibt pro Jahr doppelt so viel Geld für Pornografie aus als für Kekse. Kekse? Er gibt mehr Geld für Pornos aus als für Kekse. Wie geht das? Ja, weil die mehr Sellerie sehen wollen als Kekse. In den USA gibt es ein Heiratsvermittlungsbüro für einsame Hunde und Katzen. Oh. Geil. Finde ich cool. Nein! Oh, also gerade. Gottes Willen. Oh nein! Mief knapp auf. Nur Voice, wir noch wir beide! Voice, nur noch wir beide! Yeah! Männer, rasiert euch. 1576 stolperte ein Mann über seinen eigenen langen Bart und brach sich das Genick. Also immer schön rasiert. Wo ist blau? Oh fuck! Yes! Ich hatte kein Blau in meiner Nähe. Ich wollte das wegrennen, aber ich stand genau auf Blau. Ne 9! 5! Ne 2! Ich bin auf Feld 15. 20! 17! Wo bist du denn? Ich seh dich nicht. Ah, ich bin nochmal 2 Felder zurückgestuft worden. Ich war auf dem Bowser-Feld. Bist du bei mir hier? Fahren ihr Dings? Nee, ich bin glaube ich 1 weiter. Oder ist das? Ich seh. Doch, du bist das. Ich seh dich. Nudeljump! Nudeljump! Oh, das kann ich ja gar nicht. Auf ins Gewinnen! Auf ins Gewinnen! Yay! Hä? Ja, so ist das halt. Die eine kann das, die andere das, ne? Ich hab vorhin Nudeljump gewonnen. Nur männliche Kanarienvögel können singen. Ja, das ist richtig so. Warum das stimmt denn nicht. Unsere weiblichen konnten auch singen. Vielleicht waren sie männlich? Mal nachgeguckt. Ja, die haben die Eier gelegt. Die hatten die Eier. Nein, nein. Oh ja, fall doch einfach mal durch, Raza. Du bist ein Held, ey. Yay, Raza. Ah! Wer im 18. Jahrhundert als fein gelten wollte, trug falsche Augenbrauen aus Mäusefell. Was? Genau. Das ist nicht witzig. Nee, überhaupt nicht. Ah, das ist nicht witzig. Oh, da muss man auch drauf kommen. Mal, meine Güte. Das kann man nicht drauf, oh, verdammt. Mann. Ja, fall doch einfach mal durch, Brother. Du bist ein Held, ey. Ihr sagt mir dann, wenn ihr fertig seid, oder? Ja, ich bin auch schon einmal ganz nach unten. Ich hasse Doodlejump. Warum ernsthaft hatten wir so ich was? Ich auch. Das Königreich Tonga gab einmal eine Briefmarke in Form einer Banane heraus. Ich will auch eine Bananenbriefmarke. Wir alle wollen eine Bananenbriefmarke. Ich möchte auch eine Kokosnussbriefmarke. Und. 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 Scheiße.
Das wäre auch schön. Und! Nein! Aha. Ich bin ungefähr 20 Blöcke runtergefallen jetzt gerade. Wegen meinem Laufbug, der mich wieder in eine Richtung gedrängt hat. Jetzt bin ich ganz unten. Nein! Du bist gerade neben mir runtergesegelt. Kommt da mal bitte jemand? Ist so langweilig hier oben. Ich versuch ja. Wenn man vor Scham errötet, werden auch die Magenwände rot. Man wird auch von innen rot, wenn man rot von außen wird? Ja. Was wird von innen rot? Nein! Magenwände werden rot, wenn man von außen vor Scham errötet. Ist ja fantastisch. Ja, mich! Ich hab's geschafft! Hey! Ja, dann fehlt ja noch einer aus unserer Truppe. Hallo, hochkommen! Jetzt wird bei uns erst angezeigt vom Plugin, what the fuck? Ich komme, Mief, ich komme! Ich hab's geschafft! Nein! Ich bin ganz unten! Ja! So geil! Nein! Ich versuch's jetzt nicht nochmal, ich gucke jetzt zu. Du darfst die Monster nicht berühren. Ja. Bleib jetzt hier in der Mitte stehen, damit ich auch nicht runterfalle. Du bist eh schon gewonnen, ist egal, ob du runterfällst. Okay. Och, ich hasse dieses Game. Es ist so kacke, man ist ja, fast ja, oben. Ja, gleich, der blaue Zocker schafft's gleich. Oh, jetzt ist er runtergefallen. Oh, wo ist noch weiter. In den Himalaya. Ja? In bestimmten Gegenden des Himalayas halten sich Frauen männliche Harems. Geil. Da müssen wir hin. Das ist nicht geil. Überleg mal, die musst du auch alle sexuell befriedigen. Das müssen Männer bei ihren Harems ja auch machen. Jetzt weiß ich übrigens, warum man bei den Shrimps immer die Köpfe abschneidet. Weil Shrimps haben ihr Herz im Kopf. Sauber, alles rein. Haben die Herz im Kopf? Yeah. Was haben die am Kopf? Shrimps haben ihr Herz im Kopf. Okay. Okay. Sechs. Wir sind ja nur 6 Leute, wir müssen ja fast immer gewinnen. Hals über Kopf. Einer von uns muss immer in den Top 3 sein, geht gar nicht anders. Hallo, Boys. Oh. Hallo, bist du hier auf meinem Feld? Bist du auch auf Feld 24? Ja. Ihr seid ich seh dich grad nicht. Ihr seid 2 Felder vor mir. Dazwischen bin ich, Alex. Oh, ja. Das kann ja ewig dauern, dieses Spiel. Das können wir alle nicht. Nein, Quatsch. Das können wir alle nicht. Ja, weil nur fast noch wir hier sind. Oh, mit einem Bleistift könnte ich von hier aus bis zur Arbeit und zurückschreiben. 50 Kilometer. Nur? Ja. Ist aber nicht so viel, oder? Wenn der Bleistift schreiben, ne? Keine Linie schreiben. Wenn der Bleistift zwischendurch nicht abbricht, ne? Ja. So, neue Methode ist jetzt nicht springen. Einfach nur gehen. Aha! Parfüm galt früher als ein wichtiges Mittel gegen die Pest. Aha, hat super funktioniert, Mädels. Hat super funktioniert. Ja, weil die sich dachten, die müssten sich dann nicht waschen. Ja. Oh Mann. Was? Lina Medina aus Peru bekam ihr erstes Kind im Alter von 6. Wie soll das denn gehen? Da! Siehst du, Dritter, nur dadurch, dass ich gegangen bin und nicht gesprungen bin. Ich bin Zweite! Ja, und ich bin Erst, ja. Ich war Dritter. Ehrlich, ja. Ich war Erster. Lina Medina, sie wurde vergewaltigt, als sie 6 war und bekam dann ein Kind mit 6. Oh, der Daniel ist schon da unten. Jüngste Mutter der Welt, schwanger mit 5 Jahren. Kein Witz. Oh je. Soll das denn gehen?